Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hey Monster. Und in dieser Folge questen wir weiter. Wir müssen diesen Find Fishing Fan Adrian on Road 20 finden. Also den guten Adrian. Und wir sind auf dem Weg. Und die Gegner sind wirklich knallhart, meine Freunde. Knallhart. Wir müssen bei jedem Gegner unser Können beweisen und unsere verschiedenen Elemente nutzen, um irgendwie entgegenzukommen und vor allem, um irgendwie 3 Sterne zu kriegen, weil das ist das Schwierigste überhaupt noch. Also, ihr habt es ja schon fast aufgegeben, aber gut, wir sind dabei und jetzt geht's hier gegen diese junge Dame mit ihrem kurzen Röckchen und wir haben gleich einmal Glück, denn mit dem Flamethrower könnten wir das schon gewinnen. Jo. Sehr schönes Ding, hat Glurak wieder gut gemacht. Ja, ich möchte jetzt ungerne ins Messer laufen, deswegen wechsle ich direkt Blossom ein. Und hau da schön den Peter Dance raus. 2 reichen mit. Mittlerweile brauchen wir schon tatsächlich 2. Früher hat immer einer gereicht bei Blossom. Aber mittlerweile ist es leider so, dass die Gegner das gut wegstecken können. So, wir wechseln direkt wieder Glurak ein und werden das Ganze. Das Smetbo hier einfach mal flambieren. Nein! Du ekliges Vieh. Das akzeptiere ich nicht. Flora kommt wieder rein. Was hat das gebracht? Nichts, danke! So, flambiert. So, den hier werden wir auch mal versuchen zu flambieren. Ja, ich bin schon zufrieden mittlerweile, wenn 2 reicht. Früher hat zwar immer eine Attacke gereicht, aber 2 ist heutzutage gut. An dem Punkt, wo wir jetzt sind, sind 2 wirklich gut. Denn die meisten oder oft brauchen die Pokémon schon wie dieses Pokémon hier 3 oder 4 Attacken. Ihr seht es ja selbst. Wir brauchen hier 4 Attacken. Und trotzdem, wir schaffen's. Zum Glück hat es nicht irgendwie nicht so richtig angegriffen. Ja, wieder 3 Sterne. Ein Glück. So ein Glück. So. Und Les Loris. Irgendwie müssen wir demnächst mal auf den Typen treffen, den wir hier suchen. Aber es lässt sich Zeit auf jeden Fall. Es lässt sich Zeit. Wir wechseln wieder unser Blossom ein für Geodude. Aua. Das tut weh. Ja, komm, haut gleich noch ein Wasser-Pokémon oder sowas hinterher. Schade. Hätte ja klappen können. Aua! Aua, aua, aua! So. Lura kommt. Boah, auch vergiftet direkt, ey. So eine Kacke, ey. So, immerhin haben wir den jetzt schon mal aus dem Weg geräumt. Das ist auch nicht schön. Wing Attack. Reicht nicht. Ich dachte mir das schon. Ey, scheiße. Guckt euch die Gülle an, ey. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Kommt hier kaum noch gegen die Gegner an. Body Slam. Also, 3-Sterne-Sieg ist hier schon mal abgehakt. Snorlax muss es richten. Nein, und jetzt ist es auch noch so garstig, dass es flincht. Geflincht sorgt und somit können wir natürlich nicht angreifen. Jetzt haben wir es paralysiert. Sind wir vielleicht der als erstes angreift? Ja, sind wir. Und? Ne, sind wir nicht, aber trotzdem irgendwie konnte es nicht angreifen. So, der nächste ist besiegt. Und jetzt haben wir hier noch so ein Teddy vor uns. Ich mach mal Rest. Ich versuche, dass das Rest noch durchkommt, ja. Sehr gut. Teddy Ursa ist nicht so gefährlich, vermutlich jedenfalls. Oh doch. Oh doch. Ja, was sollen wir machen, Alter? Ja, ich muss mit Milotic ran. In der Hoffnung, dass Milotic sich da ein bisschen besser schlägt. Aua. Immerhin eine Hydropumpe ging ins Gesicht. Danach setzen wir dann nochmal unser Amaldo ein. Und was... Für eine Attacke setzen wir ein. Ancient Power. Ja, komm. Aua. War nicht so gut. Schlitzer.
Ja, Mann. Wir haben ihn. Bei ihm fehlen mir noch so ein bisschen die geilen Attacken. Ich glaube, er müsste aber noch Erdbeben lernen. Ich guck nochmal in die Moves rein. Harden. Metal Claw. Rock Blast. Level 64. Nee, also so richtig geile Attacken sind das nicht. So richtig geile Attacken sind das aber nicht, du. Ja, Amaldo, mein Freund. Ich werde Amaldo wahrscheinlich dann erstmal außen vor lassen bei den nächsten Entwicklungen, bei der nächsten Aufpimp-Aktion, denn ich habe keinen Bock, dass Amaldo mich später enttäuscht. Und wir haben ja schon das nächste Pokémon auf Lager, wobei Blossom auch nichts mehr taugt gegen diese Gegner hier. Aber wir haben ja schon unser Electrovire. Jo, perfekt. Perfekter Start wieder. Haben wir das direkt geklatscht. Oh, Umbreon. Dürfte auch nichts haben, was zumindest sehr effektiv ist. Oh, jetzt guck, es kommt wieder mit so einer Masche. Ey, das ist doch nicht zu glauben. Das machen die nur noch. Versuche mich nur noch zu confusen. Das einzige Glück, was man hat, ist, dass sie ihre Attacken halt komplett zufällig gefühlt einsetzen, sodass man halt dann einfach wechseln kann und dann die das nicht nochmal machen. So eine Kacke. Na jetzt aber, jetzt macht das wieder. Aber der Angriff kam trotzdem durch. Und Glurak müsste wieder gut drauf sein. Wir wechseln aber jetzt erstmal Blossom ein, also Glurak dürfte die Konfusion schon wieder längst geheilt sein. Wir setzen jetzt aber erstmal Blossom ein. Das reicht One-Hit. Und nochmal ein Wasser-Pokémon, bei dem das auch fruchtet. Sehr schön. Hat Blossom mal wieder gut gemacht. Nach langer Zeit mal wieder einen guten Einsatz gezeigt. Und jetzt kommt Glurak gegen Wilplume. Einen schönen Flamethrower. On your head, bitch. Wing Attack müsste reichen jetzt für den Rest. Um Schützen fest. Moin. Der ist ja gut, der ist ja gut. Mann, fährst hier drauf. Wo ist dieser verdammte Adrian? Ist ja echt zum Kotzen, Alter. Wo ist der Typ? Wing Attack. Aua, 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 aua. Blitzer. Alter, und das Ding geht nicht down, ne? Das Ding geht nicht down. Wollen die mich vollkommen verarschen? Das ist ein scheiß Horsier. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, mein Pokémon dagegen. Das muss zumindest so effektiv sein, dass es nach zwei Schlägen down ist. Ist ja nicht so, dass ich irgendwas eingesetzt hätte, was dagegen scheiße wäre. Mann, Alter. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 sage ich. Mann, Mann, Mann. Boah, und Amaldo zieht einfach nicht durch, ey. Amaldo, mein Freund. Gib doch mal ein bisschen Stoff hier. Hat einfach keine geilen Attacken, das Stück. Nochmal Water Gun hier. Wahrscheinlich reicht noch nicht mal zwei. Verdammt. Nein, wirklich nicht. Scheiße. Komm, aber wir sind schneller. Deswegen ziehen wir jetzt hier noch mit der dritten Waterkanone durch. Jetzt gehen wir rüber einmal zu Milotic. Nein, wir nehmen mal Blossom. Peter Dance. Oh, es ist noch nicht mal schneller. Aber es ist schnell im Zerficken. Oh, schon wieder die Hälfte. Nein! Du Schwanzlutsch, er. Water Pulse. Reicht. Naja. Naja, mussten wir wieder mit ein paar Verlusten leben, ne? Sehr schön. So. Bei den Quests auch erledigt. Danke. Danke dafür. Ja, man kommt hier einfach immer. Oder man kriegt hier einfach immer richtig auf die Backen, ey. Das ist echt nicht mehr feierlich.
Oh, Porygon, ganz, ganz böse. Habe ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Zumindest mit dem Porygon 2. Aber auch dieses hier hält gut durch. Und ich glaube, das hat auch so eine scheiß Confuse-Attacken und so ein Mist. Aber es scheint sich irgendwie nur selber an sich selber rumzuspielen. Ein Glück. Ah, jetzt kommt's, ey. Die Attack. Blitzer. Ja, wir haben's. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und ich werde jetzt direkt Blossom einwechseln. Ich gehe jetzt nicht nochmal diesen Fehler ein. Ich kann es einfach nicht mehr machen. Wenn ein Gegner kommt, wo ich was Effektives gegen habe, dann muss ich es auch einsetzen. Vor allem, wenn es so unlogisch viel durchhält gegen etwas, was eigentlich zumindest okay sein sollte als Angriff. Dann kann ich diese Spielchen nicht mehr mitspielen. Glurak kommt. Zack, da gibt es gleich einen Flamethrower in die Fresse, Bitch. Nicht vergiftet, sehr gut. Ariados haben wir erwischt. Ui, jetzt kommt wieder der. Der Pinsel. So, da werde ich die Hydropumpe mal ausprobieren. Wie die gegen den zieht. Gegen Nidoqueen. Ist paralysiert, haut sie aber trotzdem raus. Immerhin. Und ich weiß, dass der nichts abzieht, Alter. Der zieht einfach nichts ab. Egal, ich hau ihn trotzdem jetzt nochmal raus. Mit seiner Water Gun. Guckt euch das an! Wie willst du mich verarschen? Das ist lila. Und Level 61. Und es zieht einfach nichts ab. Nochmal. Dann muss ich Snorlax jetzt bringen. Komm, ein Body Slam und das Ding ist gegessen. Ja, das ist nämlich der Scheiß, Alter. Das Ding ist sehr effektiv dagegen. Das heißt, es zieht halt übelst viel auf Snorlax ab. Das ist nicht okay. Boah, One-Hit. Megamäßig von Snorlax. Ja, meine Freunde, 3-Sterne-Sieg. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle wieder eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.